wir was Seltenes im Rennstall. Hier sind nämlich zwei rechte Brüder nebeneinander, die sich bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und der Ältere sagt dem Jüngeren jetzt, wie er sich zu benehmen hat. Und vor allen Dingen, wie er schnell laufen muss. Einer ist Erik, ein Tertullian-Sohn aus der Erik Caro, die ich auch schon trainiert habe. Und dahinter steht sein rechter Bruder, der Earl. Beide sind im Geschüt Römerhof groß geworden, waren dann in Baden-Baden unverkauft auf der Jährlingsauktion und sind seitdem hier im Training. Earl ist jetzt erst zweijährig und der muss alles erst noch lernen. Hat aber Nennungen in Auktionsrennen in Köln, Baden-Baden und Düsseldorf. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ja, Erik muss ja nichts mehr groß beweisen als Gruppensieger. Nein, der hat es in den letzten Jahren auch recht schwer angetroffen. Und jetzt haben wir ihn mal gesprungen, damit er so ein bisschen Laune wieder bekommt, was er ja jetzt hat, wie man sieht. Und vielleicht fahren wir mit ihm nach St. Moritz im Februar und schauen mal, wie es dann weitergeht. Sehen wir einen ganz besonderen Vollblüter, denn dieser junge Herr ist in der Lage, Leistungen immer abzurufen. Das heißt, der kann links rum, rechts rum, tiefen Boden, festen Boden, Temperaturen 15 Grad minus wie in St. Moritz, 30 Grad plus wie in Bad Doberan und das stört ihn nicht. Er war bei seinem ersten Start unplatziert und seitdem ist er ist heute 5, nie mehr nicht im Geld gewesen. Und es gibt kein Rennen, wo er jemals schlecht gelaufen ist. Ja, und St. Moritz, Titelverteidigung? Es ist ja sehr, sehr schwer, sage ich immer, einen Titel zu gewinnen und es ist noch schwerer, ihn zu verteidigen. Und gerade in St. Moritz ist es halt mit Höchstgewicht sehr schwer, aber er hat letztes Mal auch recht leicht gewonnen. Wir hatten auch ein bisschen Glück vielleicht, aber das gehört immer dazu. Und es gibt keinen Grund, warum ein St. Moritz nicht wieder gut laufen sollte. Und bin Macho. Ja. Und warum Macho? Ja, weil er so, wenn er rauskommt, ist er so ein Halbstarker. Am liebsten tut er die Mädels immer im Führing durch den Führing ziehen und von einer Ecke in die andere schmeißen. Aber im Rennen macht er dann alles professionell.